Komm, halt deine Schnauze, damit du hörst, was ich jetzt sage. Und vor allen Dingen komm du jetzt hierher, der so ein großes Maul hat. Christus war, so viel ich weiß, duldsam. Und wenn ihm einer widersprochen hat, dann hat er versucht, ihn zu überzeugen. Hat nicht gesagt, halt deine Schnauze. Nein, er hat nicht gesagt, halt die Schnauze. Er hat eine Peitsche genommen und hat ihm in die Fresse gehauen. Das hat er gemacht. Du dumme Sau. Und das kann dir auch passieren. Ihr sollt der Gemeinheit nicht widerstehen. Wenn dich jemand schlägt, dann schlage nicht zurück. Ich habe darauf gewartet, dass du, Großmaul, den Mut hast, mich zu schlagen. Das ist etwas anderes. Herr Kinski, darf ich was sagen? Bitte nicht, das ist doch Kinder. Genau, Kinski, der die Gewalt ablehnt, lässt hier einen Friedlichen, der diskutieren will, von seiner Leibwache die Treppe runterschossen. Das sind faschistische Methoden. Und Kinski ist ein Faschist, ein Psychopath. Kinski soll nicht. Naja, du gehörst ja auch zu denen, die ihn ans Kreuz geschlagen haben. Deswegen sage ich das hier. Du streust Hass. Wäret ihr doch wenigstens heiß oder wenigstens kalt. Aber ihr seid nur lauwarm und ich spucke euch aus. Damit bist du besser. Du weißt dabei auch nur nicht, dass ich auch solche Krimis nicht für einen Schwachsinnigen gemacht habe, wie du bist, du Idiot. Was weißt denn du von Gott? Das ist ihm nicht schlimm. Weißt du denn von ihm? Wie ist das zu viel Regie? Also jetzt für die anderen kommt jetzt einer von diesen Schwachsinnigen herauf und sprich. Ich darf ein Zitat bringen. An den Werken sollt ihr sie erkennen. Das ist für mich entscheidend. Jetzt bitte den Saal verlassen, aber sofort. Ihnen möchte ich als ersten Hausverbot geben. Bitte verlassen Sie den Saal. Kinski war dann auch gleich das nächste Problem. Und zwar erklärt sich das folgendermaßen. Er hatte damals eine Jesus-Tournee gerade abgebrochen, war in großen Arenen aufgetreten im Sportpalast in Berlin und das Publikum wollte ihn ja nur toben sehen. Und er wurde verlacht, bekam furchtbare Anfälle und tobte und schrie und kam aber hier am Drehort an als verhöhnter, als verkannter Jesus, und in dieser Rolle war er voll aufgegangen und lebte in der weiter. Es war oft sehr schwer, mit ihm zu reden, weil er einem wie Jesus dann geantwortet hat. Was ihr wollt, dass euch Menschen tun sollen, das sollt ihr
auch Ihnen tun! Kinski, Sie gehen auf Tournee mit einem etwas ausgefallenen Titel. Wäre es möglich, dass Sie erst etwas so wie eine Kostprobe geben von Ihrem Programm? Nee, das kann ich nicht. Aber ich weiß nicht, was Sie mit ausgefallenem Titel meinen. Wieso ist der Titel ausgefallen? Erzählen Sie selbst drüber. Was soll ich da erzählen? Wieso ist der Titel ausgefallen? Weil der Titel keinem eingefallen ist. Warum? Der Titel heißt Jesus Christus. Warum ist es ausgefallen? Ja, Klaus Kinski, in der Verbindung würde ich schon als ausgefallen bezeichnen. Wieso? Sie sagen, warum Sie mich deswegen gesagt, fragt, warum Sie ich haben... nicht. Ich habe eben was anderes gemacht vorher. Na und? Ja. Und wer sagt Ihnen denn nicht, dass ich mein ganzes Leben lang nicht vielleicht das andere machen sollte, was ich jetzt mache? Ja, ich persönlich habe nichts dagegen. Nein, es geht ja auch nicht gegen Sie, sondern aber eine Frage, das Thema Fragen. Ist ja. Hauptsache, dass ich es mache, nicht? Ist ja ganz egal, wer es macht. Ist das nicht ein bisschen das Reiten auf der zurzeit populären Jesus? Das ist vollkommen schwachsinnig, diese Formulierung. Weil erstens habe ich die Idee vor 20 Jahren gehabt, das Neue Testament zu machen. Das heißt, das ist keine Idee, die ich geboren habe. Wenn Sie sagen, rumreiten, ist also das Blödeste, was überhaupt jemand fragen kann in meinem Fall. Weil das kann nicht ununterbrochen. Sehen Sie mal, Sie fragen mich zum Beispiel vollkommen stumpfsinnige Sachen und wissen nicht, dass Ihre ganze Fragerei, das ist da schon, dass Sie eigentlich die Antwort, die Sie von mir wollen, sich selber geben müssten. Sie fragen mich zum Beispiel, warum ich das Neue Testament mache. Das kann doch überhaupt nur jemand fragen, der entweder vollkommen ahnungslos ist oder jemand, der also bösartig ist. Sie halten mich für bösartig. Nein, ich sage, das kann nur ja. Wie kann man mich fragen, ob ich das Neue Testament mache? Das können doch nur Idioten fragen für meine Begriffe. Warum? Haben Sie nicht den Beweis dafür, dass in Amerika oder Gott sei Dank heute oder auf der ganzen Welt schon Millionen und Abermillionen von Menschen das wollen? Wie können Sie mich das fragen? Nur um wieder mich dazu zu benutzen, zu fragen, also warum ausgerechnet er und war man, oder weswegen haben Sie den Auftrag, ein Interview mit mir zu machen zum Beispiel? Weswegen? Weswegen? Weil Sie das interessiert, dass ich das Programm mache oder weil Sie irgendwelche Kuriositäten herausfinden wollen? Gehört das jetzt zu den berühmten... Das gehört zu allem. Das gehört zu allem. Oder hauen Sie mit Ihren Kameras ab, Sie sehen mir einen Dreck. Wenn Sie nicht fähig sind, Ihre richtigen Fragen zu stellen und mir nicht zuhören können, was ich sage, denn ich weiß genau, wovon ich rede, dann lassen Sie das ganze Interview sein. Und da Sie doch an sich doch auch nur angestellt sind von Ihrer verfluchten Firma da, haben Sie überhaupt kein Recht, mir in den Mund zu fahren. Haben Sie das verstanden oder nicht? Ich spreche nicht, weil ich Interview für Millionen von Menschen und nicht für Sie. Oder aber, wenn Sie zuhören, und hören Sie mir jetzt, und unterbreche ich mich nicht ein einziges Mal, sonst gehe ich sofort nach Hause. Ich glaube, das ist am besten. Das ist eine Bande von Idioten! Da kommt jemand angeschissen und provoziert mich einfach, weil er in irgendeinem Laden engagiert ist, um mir ein Interview zu machen. Gehen Sie doch hin in die Deutschlandhalle und hören Sie an, was ich sage. Dann brauchen Sie keine blöden Fragen mehr zu stellen. Ich bin 45 Jahre alt und von einer Analphabete muss ich mir so einen Quatsch erzählen lassen. Crétin! Crétin! Vraiment crétin! Moi, je fais une fatigue venir ici, tu comprends? Jette-les dehors, finis cette conférence de presse, merde! Ce sont les gens qui travaillent ici, les motos, idiotes, analphabètes, mongoloïdes. Bien. Idiotes, t'arrêtes, fume la cigarette, pute là, et fais le bruit! Jahren. Ich war gerade 13 Jahre alt und das Besondere war, dass ich mit Klaus Kinski hier 3 Monate zusammen gelebt habe. Vom ersten Moment an hat er alles, was hier war, das waren 8 Parteien, die hier lebten, terrorisiert. Und zwar hat sich ins Bad eingesperrt, das muss... Und Kinski hat sich hier in diesem Badezimmer 2 Tage und 2 Nächte 48 Stunden lang eingesperrt und hat in Tobsuchtsanfällen alles kurz und klein geschlagen. Also die Badewanne, die Kloschüssel, alles, was da war, konnte man hinterher durch ein Tennisracket sieben. Also es war wirklich unglaublich, weil ich sowas nie für möglich gehalten habe, dass jemand 48 Stunden toben kann. Es wurde auch damals die Polizei dann am Schluss geholt, aber die ließ ihn in Frieden. Eines Tages, da muss Kinski einen Riesenanlauf den ganzen Korridor entlang genommen haben. Ich hörte beim Essen ein merkwürdiges Geräusch und dann plötzlich, wie mit einer Explosion, war die gesamte Tür in den Raum hineingeflogen. Also er muss dagegen gesprungen sein im vollen Anlauf. Und er stand da mit einer völlig außerordentlichen Bewegung, also vollkommen hysterisch, schneeweiß im Gesicht, hatte Schaum vor dem Mund und machte... So eine Bewegung und es setzte sich irgendetwas herunter und es waren Hemden und er konnte ja unglaublich schreien. Ja. Also er konnte Weingläser zersingen.
Und er schrie in 3 Oktaven zu hoch, schrie er: Clara, du Sau! Und zwar waren ihm da die Hemdkrägen nicht gut genug gebügelt. Die Clara hat ihn ja kostenlos hier wohnen lassen, hat ihn gefüttert, hat ihm die Wäsche gewaschen. Und auch hier beim Essen, da war ein Kritiker eingeladen. Der hat durchblicken lassen, dass er ihn, nachdem er ein Theaterstück gesehen hat, wo Kinski sehr kurz auftauchte, dass er schreiben würde, er wäre hervorragend und außergewöhnlich gewesen. Und Kinski warf ihm sofort 2 heiße Kartoffeln und das Besteck ins Gesicht. Aber in blitzartiger Bewegung war das und sprang auf und schrie: Ich war nicht ausgezeichnet. Ich war nicht hervorragend. Ich war monumental. Ich war epochal. Ja, das sind ganz, ganz stark. Und dass ich später dann mit ihm arbeiten würde und 5 Spielfilme mit ihm machen würde, war natürlich nie in meinem Erfahrungshorizont damals und in meinen Perspektiven abzusehen. Unser erster gemeinsamer Film war Gerechter Zorn Gottes, der hier begann. Nachdem wir ihn also dort untergebracht hatten, etwa unter diesem Baum in seinem Zelt, regnete es und er wurde nass. Da gab es dann sofort in der ersten Nacht Tobsuchtsanfälle. Und hier links im Bild der damalige Justo González in der Rolle eines spanischen Abenteurers, vom Fieber erschöpft. Kinski war in allen Szenen des Filmes von einer intensiven Aggressivität, dabei aber gleichzeitig auch kaltblütig und berechnend. In einer der Szenen griffen wir ein indianisches Dorf an, das wir niederbrannten, und Kinski ging dabei auf die Statisten los, die sich hungrig von vorgefundenen Essen ablenken ließen. Er schlug wild auf uns ein und verletzte mich mit seinem Degen am Kopf. Me hirió pues con su sable y se sacó sin medir aquí me hirió y yo estaba protegido con mi casco. Ich war zum Glück von einem eisernen Helm geschützt und er schlug eine so tiefe Kerbe hinein, dass er mir eine erhebliche Kopfwunde beibrachte. Ich verlor nicht das Bewusstsein, blutete aber stark. Und ohne Helm, was wäre da geschehen? Ohne Helm hätte er mich töten können. Er hätte meinen Schädel gespalten. Er hatte allerdings richtig auf den Helm gezielt, war aber immer impulsiv, aggressiv, außer Kontrolle. Er schlug auf alle ein. Und danach, hinterher blieb mir diese Narbe. Sie ist noch bis heute sichtbar. Nachts nach dem Drehen entspannten sich die Statisten. Wir tranken ein wenig und spielten Karten. Klaus Kinski wurde darüber wütend und aggressiv. Er wollte wohl unbedingt zeigen, dass er ein ganzer Kerl war und schoss mit seinem Winchester-Gewehr 3 Kugeln durch unsere Hütte. Wir waren 45 Mann da drinnen zusammengedrängt und er verwundete dabei einen von uns. Er hatte ihm die Fingerkuppe weggeschossen und es blutete so stark, dass ich zunächst fürchtete, der Mann sei in den Körper getroffen. Aber es war nur der Mittelfinger. Der Statist hieß Araos. Die Geschosse gingen die von schräg oben durch das geflochtene Dach und von dort durch den Fußboden. Nein, er schoss durch die Wand. Er hasste alle, war impulsiv, unberechenbar, halb wahnsinnig. Er war nicht ganz normal, aggressiv. Vom Charakter her war er diabolisch. Er lief immer bewaffnet herum. Wir halten durch. Ich bin der Zorn Gottes. Wer sonst ist mit mir? I
remember also another time when we were shooting in a room with a little animal, and he became completely crazy because he had to take this little animal. You remember? Yes. And he went through the camera. Yeah. That and he shout. Yes. On the camera. Remember that day? Yeah. It was on the bedroom. Yes. I think it was because he had to touch this. It was a young ocelot. Yes, exactly. Which is very good. Yeah. And the shouting came seconds after we stopped the camera. Fortunately. Thanks God, yes. Fortunately, he was totally hysterical that day. Auch immer in der Schwierigkeit erklären zu müssen, dass er eine ganz, ganz große menschliche Wärme auch hatte, die sofort wie bei einem wilden Bären in Gewalt und in Ausbrüche von ungeahnten Ausmaßen umschlagen konnte. Schrei ich mal ein Silvia! Und jetzt mal, schrei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich schrei aber nicht! Leg mich doch am Arsch weg! Denk mal, wenn ich überhaupt gekommen, wo ich dir in die Fresse haue! Was? Diesmal schlag ich in die Fresse, darauf kannst du dich verlassen, du! Diesmal sitze ich in dem Kostüm in deiner scheiß Karre in Holland! Mach zu! Trau dir nur! Was schlage ich zusammen, trau du! Trau dir nur! Wenn du zu frech wirst! Trau dir nur! Dieser Streit hier, nebenbei mitgefilmt, betraf den verdienstvollen Produktionsleiter Walter Sachser. Zufälligerweise war ich einmal nicht gewöhnt. Euer Gewichse mit eurer Freundschaft! Ich möchte deinen Dreck! Wir brauchen einen Fotografen! Verstehst du? Na, mach doch deinen Scheiß! Der Anlass war vollkommen nichtig und ich selbst griff erst gar nicht ein, weil Kinski im Vergleich zu anderen Ausbrüchen eher milde wirkte. Mach deine eigenen Sachen! Hast genug zu tun! Von jetzt kriegst du überhaupt nichts mehr zu tun. Ja, du musst ja nicht pressen. Du musst es ja nicht pressen. Friss, was du willst. Du bist ja schlimmer wie ein Gezuchthauswärter, du Arschloch. Du wirst mir bestimmt mal nichts zu fressen kriegen. Das werden wir erleben. Das ist nichts. Das. Mehr. Oh, wow. Sein Geisteskranker. Sein Geisteskranker. Komm, schaff den weg hier, diese Scheiße hier. Kriegst du nichts mehr zu fressen? Kannst du deine eigene Scheiße fressen? Geisteskranker. Der muss ins Irrenhaus. Der Wahnsinniger. Er sagt zu mir, kriegst du selbst. Das folgt dieser Idiot. Du bist der Wahnsinnig, Mensch. Hier muss man nicht mehr die Fresse, muss man einsperren, weil du nicht mehr normal bist. Ich will mein Opernhaus! Ich will eine Oper haben! Diese Kirche bleibt geschlossen, bis diese Stadt eine Oper hat! Ich werde meine Oper bauen! Ich will eine Oper bauen! Ich will eine Oper haben! Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder die nicht zu dem Gesindel gehören, schmeißen die anderen raus, oder sie haben ihr Geld umsonst bezahlt.